Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht jetzt weiter nach dem Intro. Ich habe hier nochmal die Insta 360 X4, aber mit dem beigelegten Stick, Selfie-Stick, der ist 1,14 Meter lang. Und dann habe ich hier auch noch die 3 Meter, aber nicht von Insta, sondern darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch. Aber wie kriege ich den hier drauf? Denn jetzt werde ich Tests machen. Unter anderem gehe ich einmal durch den Wald, wo ich dann einmal nur die Mikrofone hiervon benutze und einmal mit dem DJI Mic 2 koppel. Denn das funktioniert hier. Dann werde ich das noch mit der GoPro Max vergleichen, sowohl im Stickbereich und auch, dann werde ich das einmal auf ein Auto festmachen und dann werde ich beide nebeneinander oben aufs Dach festmachen. Und dann können wir uns die ganzen Bilder und auch die Tonqualität uns mal anhören. Was ist besser, was ist schlechter? Ja, dann werden wir gleich mal den nächsten Test starten und dann sehen wir uns gleich weiter. Ja, für den ersten Test, wie kriege ich die 3 Meter Stange hier dran? Das ist bei dieser 3 Meter Stange dabei und dann kann ich das hier schön einschrauben. Dann können wir das hier noch ein bisschen lose machen, damit wir das auch gedreht kriegen. Und dann können wir das hiermit auch festmachen. Sagt sich immer so einfach. So, fest. Und dann können wir das auch hier schön darauf festmachen. Können wir ja mal machen. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Dann können wir das hier einsetzen. Und dann, wie bei der GoPro, können wir es dann festmachen. Ich soll dann klar auch richtig die Löcher treffen. So, jetzt habe ich das auch endlich getroffen. Und dann kann man das hier schön festmachen. So, und das ist dann auch stabil. Fällt auch nicht. Und dann können wir das richtig schön vergleichen. Und jetzt gehen wir raus. Und jetzt gibt es eine Aufzeichnung mit Mikrofon, mit dem DJI Mic 2. Wie finde ich jetzt eine Aufnahme ohne zusätzlichen Mikrofon statt? Und wir werden die jetzt vergleichen. Ich werde jetzt ein bisschen schneller gehen. Und dann werden sie auch gleich noch aufs Dach vom Auto montiert, festgemacht, und auch da wird das noch mal ausprobiert. Und da möchte ich gerne die Insta 360 mit dem Mic 2 noch mal verbinden, ob das funktioniert. Gut, das sind jetzt nur keine optimalen Lichtverhältnisse, aber ich finde das persönlich gut. Man hat ja nun nicht ständig immer Sonnenschein, klarer blauer Himmel. Wir haben jetzt hier so eine Mischung aus ein bisschen Sonnenschein und also ich habe sie jetzt beide auf 1,14 Meter und wir werden die jetzt vergleichen. Ich werde jetzt ein bisschen schneller gehen und dann werden sie auch gleich noch aufs Dach vom Auto montiert, festgemacht. Und auch da wird das noch mal ausprobiert. Und da möchte ich gerne die Insta 360 mit dem Mic 2 noch mal verbinden, ob das funktioniert. Gut, das sind jetzt nur keine optimalen Lichtverhältnisse, aber ich finde das persönlich gut. Man hat ja nun nicht ständig immer Sonnenschein, klarer blauer Himmel. Wir haben jetzt hier so eine Mischung aus ein bisschen Sonnenschein und ja, das soll es ja hier auch bei diesem Teil schon mal so gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, werden wir das aufs Dach festmachen.
Ja, jetzt fahren wir noch zu einer Location, wo ich das testen werde, wenn ich jetzt fahre. Und dann werde ich das auch mit dem DJI Mic 2 verbinden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich in die Mitte zu platzieren. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Ich bin jetzt gekoppelt mit der Insta360 X4 und dann fahren wir mal ein Stückchen. Also ich sitze mit dem Mikrofon im Auto und dann fahren wir jetzt mal hier so ein schönes Stück links und dann, also ich bin jetzt bei Tempo 30. Sehr schnell kann ich nun nicht hier fahren. Geht sich hier nur um den Eindruck. Und hier haben wir auch verschiedene Helligkeiten. Von hell bis doch recht dunkel durch ganz viele Bäume. Ich bin jetzt bei Tempo 40. Also die sitzen gut fest. Die GoPro mit dem Magneten und die Insta mit dem Saugnapf. Und hier haben wir viele Äste, dann sieht das vielleicht ein bisschen netter aus oder schöner aus oder wie auch immer. Und jetzt wird es auch wieder deutlich heller. Jetzt sind wir bei Tempo 50. Es geht jetzt hier auch nicht um die Geschwindigkeit, sondern um die Ton- und Bildqualität. Und wie schön das ist, dass ich die Insta360 X4 mit dem DJI Mic 2 per Bluetooth koppeln kann und habe dadurch eine schöne Ton- und Sprachaufnahme und kann aber trotzdem filmen. Es gibt ja Zubehör, dass ich dann auch ein Mikrofon anschließen kann, aber warum sollte ich das nutzen oder machen, wenn ich schon ein recht gutes Mikrofon per Bluetooth habe. Wir fahren hier noch mal ein schönes Stückchen längs. Hier sind viele Wiesen und ein bisschen Wald. Schöne kurvenreiche Strecke. So hat man ein bisschen Effekt. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen dunkler, weil wir in den Wald wieder reinkommen. Und dann hoffe ich, dass euch das gefällt. So, wir fahren hier noch ein bisschen lang. Und dann nehme ich das gleich wieder ab. Gut, dann gehen wir wieder rein und dann werde ich mal mein Fazit darüber machen.
Ja, hier kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Also ich will die GoPro Max 360 absolut nicht schlecht reden. Also die ist schon echt gut. Nimmt nur 5,6K. Ich hoffe, ihr könnt das hier lesen. 30 Bilder pro Sekunde. Ich glaube, maximal 6K kann sie aufnehmen. Es war bisher nie eine schlechte Kamera. Wenn ich aber die Insta 360 X4 vergleiche mit einem größeren Display und wenn ich jetzt hier mal runter swipe, viel aufgeräumter. Ja, denn ich finde das hier besser. Und was ich auch noch viel schöner finde, ist, dass ich das mit dem DJI Mic 2 als Beispiel per Bluetooth koppeln kann. Und das ist ja nun egal, ob das nun dieses Perlweiß ist oder das Schwarze. Aber ich kann das viel mehr nutzen. Gut, ich habe versucht, die Bildqualität so gut wie möglich hinzukriegen. Ich glaube, hier an der einen oder anderen Stelle hat das ein bisschen geruckelt. Also wenn ich jetzt eine Empfehlung geben würde, die ist nicht schlecht, die macht es besser. In vielen Punkten. Ich habe hier ein Fach nur für USB-C. Das habe ich hier nicht. Hier kann ich meine AirPods Pro von Apple per Bluetooth koppeln. Mehr nicht. Hier kann ich die AirPods Pro oder auch von DJI das Mikrofon mit koppeln. Das heißt zwar denn Kopfhörer, aber es funktioniert ja. Ich habe es ja, ich glaube, so ein paar kleine Ausschläge gab das, weil irgendwie was mit dem Funk war, also mit dem Bluetooth. Hier könnt ihr es sehen. So steht das auch bei der GoPro drin, aber es verbindet sich nicht. Und das finde ich doch, also ich persönlich, sehr, sehr gut. Klar, die ist ein bisschen leichter, die GoPro Max. Die ist etwas schwerer. Aber gut, so viele Größenunterschiede sind da hier nun auch nicht. Also das ist hier, ja, was soll ich sagen, gut, der Akku ist hier ein bisschen größer. Auch die wird ein bisschen warm, also um Gottes Willen. Das ist, aber nun nicht so, dass man sagen kann, gut, ich verbrenne mir jetzt nicht meine Hände dran oder so. Man spürt es halt. Also wenn GoPro weiter am Markt bleiben möchte, müssen sie sich deutlich verbessern. Aber gut, das ist jetzt hier auch nicht das Thema, sondern es ging halt, wie ist die Bildqualität, wie ist die Tonqualität mit und ohne Mikrofon. Gut, hier habe ich es jetzt nicht gekoppelt, habe auch die AirPods Pro jetzt nicht dabei gehabt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich filme ja viel mit der iPhone 15 Pro Max und habe dann auch per USB-C den Empfänger von DJI dran. Und wenn ich hier einfach auf dieses Symbol klicke, dann startet automatisch die Videoaufnahme. Ich muss noch nicht mehr am Display. Ich kann auch hier drüber stoppen. Aber gut, das ist jetzt wäre jetzt ein anderes Video. Also wenn ein paar Euro mehr in die Hand nimmt, die ist etwas teurer als die, die liegt, glaube ich, bei 429 Euro, 439 Euro plus minus. Die ist dann klar etwas teurer, aber ist um Längen besser. Auch was die App machen kann oder was ich mit der App schon schneiden kann, also, das finde ich auch schon sehr, sehr gut. Gut, ich habe vielleicht ein oder zwei Sachen noch nicht rausgefunden, wie ich dann ein 360-Grad-Video auch beibehalte, sodass ich das auch im Video zeigen kann. Aber das finde ich auch noch raus. Das ist aber auch nicht. Also von der Bildqualität her
und auch von der Akkuleistung und von der vom Display her und dass ich das mit dem Bluetooth-Mikrofon koppeln kann, ohne Wenn und Aber. Und man möchte viel mehr machen, empfehle ich die Insta360 X4. Ja, und das soll es dann auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.